Im Eiskanal von Sotschi sind sie die Exoten, die Jamaikaner Winston Watt und Marvin Dixon. Im Zweierbob möchte die Neuauflage des Hollywood-Kultfilms Cool Runnings der Welt zeigen, dass auch Jamaikaner im Schlitten überzeugen können. Doch bis zur Olympiateilnahme war es ein weiter Weg. I was told that, look. Mir wurde gesagt, schauen Sie, der Verband hat kein Geld und das ist unser Problem schon seit vielen Jahren. Ich war auf mich selbst angewiesen. Ich sagte nur, Herr, erbarme dich, was soll ich tun? Menschen aus aller Welt spendeten mehr als 100.000 Dollar, um Jumbob den Start in Sotschi zu ermöglichen. Und nicht nur das, der Pilot Winston Watt wurde eigens für Olympia aus seinem Ruhestand geholt. I really do have a passion. Ich habe wirklich eine große Leidenschaft für das Bobfahren und in den vergangenen Jahren habe ich nicht daran geglaubt, dass ich die Chance bekomme, etwas zu erreichen. Achieve what I was in the sports for. Bereits 1994, 98 und 2002 vertrat der inzwischen 46 Jahre alte Pilot die jamaikanischen Farben bei den Winterspielen. In Sotschi bekommt er nun eine neue und womöglich letzte Chance. Das ist jetzt meine Chance und hoffentlich kann ich zeigen, dass ich zu Recht aus dem Ruhestand geholt wurde. Mit einem neuen Schlitten aus Deutschland, unglaublich viel Unterstützung und jeder Menge Sympathien beginnt für die beiden Jamaikaner am Sonntag das Abenteuer Olympia. Auch wenn es nicht zu einer Medaille reicht, eines ist im Jumbob jetzt schon sicher, der Jubel der Fans.